Ja, ihr Lieben, dann legen wir offiziell los. Einen wunderschönen guten Morgen zum Basic Saturday. Mein Name ist Gerhard Rehäuser und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Ich muss sagen, ich habe mich heute früh irgendwie schon, hatte schon so eine Vorfreude, weil irgendwie ist der Samstag gesetzt, wie man so schön sagt. Und man sieht halt immer wieder die Menschen, die halt auch wirklich sagen, bevor ich mich hinsetze und frühstücke, einfach irgendwie mit der Familie. Oder ich sitze allein rum, mache irgendwas anderes, schaue mir die Aufzeichnungen von gestern an, von der EM, gehe ich in den Basic Saturday und da kann ich euch sagen, da macht er auch was unheimlich Sinnvolles. Ja, wir haben im Juli jetzt, kann man sagen, eine ganz, ganz starken, einen starken Monatsübergang gehabt. Also wenn man so rumhört in den Teams auch, wenn ich mit meinen Kollegen spreche aus dem erweiterten Führungskreis, da ist es so, dass wirklich auch die letzte Woche, die letzten 2 Wochen eigentlich richtig stark waren. Also wir haben nochmal den Juni gut, super gut genutzt und die Woche mit dem Übergang, das ist natürlich auch immer toll bei Sensino, dass wir im Prinzip nicht nur diese Monate haben, wo man so auf das Monatsende hin immer motiviert ist, sondern dass wir auch jede Woche sozusagen eine neue Herausforderung haben, 52 Mal im Jahr, wo wir uns eben noch den ein oder anderen Provisionssprung abholen können, ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade für die, die heute neu sind, auch gerne was mitschreiben immer. Ich habe auch immer hier was zum Schreiben, weil ich ja auch immer wieder lande, während ich hier spreche oder andere höre. Und das ist vielleicht auch eine Gewohnheit, die wir uns aneignen müssen, dass wir in dem Geschäft wirklich Woche zu Woche sehen, dass wir immer wieder neu beginnen. Und das hält auch das Team sozusagen. Ich kenne jetzt den Unterschied und viele von euch vielleicht auch von einer monatlichen Auszahlung zu einer wöchentlichen Auszahlung. Und genau dieses Thema zeigt auch natürlich, dass wir uns da umstellen müssen und dass wir wirklich auch immer diesen Donnerstag bis zum Mittwoch gut nutzen sollten. Denn da geht es um den Customer Acquisition Bonus, um neue Kunden, um neue Partner. Da geht es um die Team Commission Stufen, ja, die am Anfang noch für manche meilenweit immer entfernt sind, die nächste Stufe, die sagen, oh Mann, das schaffe ich nie mehr, ja, wie soll ich jetzt von 500 auf 1000 und so weiter. Aber mit der Zeit wird es dann auch immer spannender und wir erreichen immer mehr Stufen praktisch dauerhaft. Und das ist in dem Plan auch eine wirklich stabile Sache. Warum ist es so? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben oft den Fall, dass einer einmal im Monat zum Beispiel dieses Small Cap erreicht mit 200 Euro, 500 Credits auf der linken Seite, neuen Umsatz und 500 Credits auf der rechten Seite in seinem Team. Und dann hat er 200 Euro verdient. Jetzt ist es ja so eine Art Startbonus, den man indirekt mitbekommt, ne? Also man bekommt ja den Startbonus auch auf neue Partner, den Fast Start zum Beispiel. Aber man bekommt zusätzlich natürlich zum Beispiel den Q-Team-Bonus oder man kriegt einen Titelbonus noch mit dazu. Und dann kriegst du diesen Cap-Bonus. Und oft ist so, dass welche am Anfang sich total freuen, wenn sie das erste Mal haben. Dann haben sie dann vielleicht einmal im Monat, ja, da sagen sie, wow, jetzt habe ich den einmal im Monat, das ist super, 200 Euro. Und dann geht's los, dann wird man dann natürlich, ist man heiß drauf, ja. Dann will man den zweimal im Monat haben. Ne? Da sagt man, okay, also hier, ein ziemlich richtiger Anlauf, ja. Ich bastle es ein bisschen in der Woche zusammen. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass ihr damit nicht nur euch selber helft, sondern im gesamten Team. Weil wenn wir dieses Habit haben, dass wir jede Woche an diesem Mittwoch oder bis zu diesem Mittwoch immer alles machen, was wir können, helfen wir uns allen, ja. Ihr lebt es eurer Gruppe vor, eurem Team, euren ersten Partnern, lebt ihr das vor. Ihr sagt so, Wochenabschluss, ja. Von Donnerstag bis Montag oder Dienstag wird gepowert, was geht. Und Dienstag und Mittwoch, da schauen wir, wo können wir noch mithelfen, wo können wir unten noch mithelfen, die kleinen Umsätze zu machen, um dann die größeren Umsätze aufzubauen und so weiter. Und wisst ihr, dann geht es los, dann habt ihr den Cap-Bonus zweimal im Monat. Dann habt ihr schon 400 Euro jeden Monat. Einfach Cap-Bonus. Das sind dann halt auch wieder 4.800 Euro im Jahr. Ne? Und dann irgendwann habt ihr so richtig Bock und sagt, mei, jetzt habe ich langsam den, wie man so schön sagt, das Fleisch im Kochen, ja. Jetzt kriege ich tatsächlich jede Woche schon mal meinen Cap-Bonus. Und dann habt ihr 800 Euro im Monat, 4 mal 200. Und so geht es dann weiter, weil der Cap oder euer Neuumsatz, der entscheidet auch darüber letztendlich, wie euer Team wächst. Ja? Der Bestandsumsatz ist das, was eigentlich unser Umsatz ist, wenn gar nichts passiert. Das ist unser Grundlohn, Grundeinkommen, wie man so schön sagt, Grundrauschen.
Und alles, was neu ist, ist das, was Wachstum erzeugt. Denn ihr habt immer auch mal Verluste. Ja, das hört sich jetzt dramatisch an. Also Verluste in Form von Kundenbuchungen, die verloren gehen, von Partnern, die aufhören, die gibt es immer. Wir sprechen im Network von dem Eimer mit dem Loch. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der Brunnen ist im Garten. Ihr müsst ins Haus, ihr habt den Eimer, aber da ist ein Loch drin, ihr schöpft da Wasser rein. Dann schaut er, dass er so schnell wie möglich zum Haus rennt, um das Wasser wieder auszuschütten. Aber unterwegs verliert er durch das Loch immer ein bisschen Wasser. Und bei dem einen ist das Loch größer, weil ein bisschen mehr Leadership fällt, weil ein bisschen mehr Kraft fällt in der in seinem Führungsstil, den er vielleicht am Anfang noch gar nicht hat, den er zusammen mit seinem Team entwickelt. Darum soll es heute auch in unserem Call gehen. Und beim anderen ist das Loch kleiner, weil er die Menschen extrem an sich bindet, weil er eine Person ist, die für ein gutes Klima sorgt im Team, die praktisch für ihr Team auch da ist, die viel kommuniziert, die auch motiviert bleibt, die inspiriert bleibt, die Stimmung hochhält. Ja, also euer gesamtes Law of Attraction, also wie ihr selber mit Menschen umgeht. Also je positiver ihr seid, je kraftvoller ihr seid, je motivierter, je klarer eure eigenen Ziele sind, umso eher werdet ihr die Menschen auch halten. Ja, und natürlich gehören auch regelmäßige Treffen dazu, in Zoom oder auch persönlich. Persönlich ist das Salz in der Suppe. Da könnt ihr natürlich die Beziehungen aufbauen, die Freundschaften auch entwickeln, ja, weil unser Geschäft besteht sehr stark auch aus Beziehungen und aus Vertrauen, aus Sympathie, aus dem Spaß zu sagen, mei, mit meinem Partner, den ich da gesponsert habe, da könnt ihr mir auch mal vorstellen, in Urlaub zu fahren. Da könnt ihr mir auch vorstellen, mal mit ihm zum Essen zu gehen, ein Wochenende zu verbringen, ein Bier zu trinken, über Gott und die Welt zu reden, ja. Diese Bindungen, die bringen dann diese langfristigen Geschichten, ja, wo zum Beispiel einer nach 30 Jahren dann bei dir startet, so wie wir es erlebt haben in unserem Team, ja, in unserem Führungskreis, wo wir uns teilweise 30 Jahre kennen. Und das ist eben 30 Jahre Freundschaft, das ist 30 Jahre Vertrauen. Das muss auch nicht die engste Freundschaft sein, man muss sie auch nicht immer gesehen haben, aber irgendwas ist ja da, was diese Beziehung erhalten hat. Und was uns dann dahin geführt hat, dass diese Menschen bei uns starten oder dass wir bei ihnen gestartet sind. Ne? Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dieser gewisse Magnetismus der Beziehungsfähigkeit. Und dann haben wir den Medium Cap. Und jetzt stellt euch vor, jetzt geht er praktisch plötzlich von 200 auf 400 Euro. Step by step, am Anfang einmal im Monat. Jetzt geht es wieder genauso los, dann zweimal im Monat, dann viermal im Monat irgendwann. Irgendwann habt ihr 1600 Euro Cap, ja. Und ich unterhalte mich da oft drüber, auch mit dem einen oder anderen Partner, der ganz begeistert, wisst ihr, das ist dann Mittwochabend, dann seht ihr diesen Donut, dann habt ihr da noch so einen roten Strich drin in dem Donut. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Und der ist so schmal, dass man gar nicht mehr sieht. Also der muss den Bildschirm auseinanderziehen, ja. Dann ist da noch ein ganz schmaler roter Streifen. Das sind dann noch 18 Credits als Beispiel. Also mit der doppelten Kreditzahl noch 9, also ECB oder RCB, wenn wir schon praktisch die doppelten Enroller-Credits haben oder die doppelten Residual-Credits, ne, bei 10 und bei 25 Kundenpunkten, dann ist das natürlich der Hammer, ja, da geht's los, ja. Wer braucht denn noch ein Öl oder so? Ja, ein Öl sind 8 Credits, wenn er ein Abo macht als Beispiel. Es fällt noch ein Credit. Und das ist jeden Mittwoch, ich sag's mal, eine Mischung aus Gaudi, Spannung, aber natürlich auch ehrlich gesagt, es ist Bargeld, ne? Es ist echtes Bargeld. Ja? Und wenn er da mal am Donnerstagmorgen dann noch vielleicht ein paar Credits braucht, dann ist es auch mit eurer Upline möglich, mit eurer Direktor-Upline oder fragt einfach dann auch, man kann gern mal einen Umsatz von Donnerstag auf den Mittwoch schreiben, weil es wäre doch schade, wenn wirklich 200 Euro verloren gehen, nur weil eine Order vielleicht bei Überweisung bezahlt ist und die kommen einen Tag später aufs Konto. Weil man kann am Donnerstag noch bis mittags in etwa mit dem Support auch mal etwas zurückbuchen, in Absprache natürlich mit der Person, dass die natürlich auch einverstanden ist damit, wenn das dann notwendig ist. Ne? Also das wollte ich mal so ein bisschen als Einleitung geben, dass wir diese 52 spannenden Wochen haben, die uns eigentlich am Laufen halten. Und es ist ein Unterschied, ob du nur 12 Monate in so einen Endspurt reingehst oder ob du 52 Wochen in so einen Endspurt reingehst. Ich glaube, dass das eines der Erfolgsrezepte ist, die im Network auch eine Rolle spielen bei Sensino, weil du dadurch das Team in einer gewissen Konstanten hältst und du siehst in der History Credits, in deinem Bericht, in deiner Berichterstellung, siehst du jede Woche. Und wenn er mal das anschaut bei euch, bei manchen ist es noch ganz klein oder ganz wenig, bei manchen ist es halt schon länger da, ein Jahr, 2 Jahre, dann müsst ihr da eine Linie legen und müsst mal schauen,
wie beim Aktienkurs. Ob die langsam steigt, die muss nicht steil nach oben gehen, ja, aber sie darf auch nicht absacken. Ihr müsst schauen, dass euer Cap sollte in der Regel mindestens 50% von eurem Umsatz sein. Also 50% eures Wochenumsatzes sollte ein neuer Umsatz sein, dann seid ihr sicher, dann seid ihr safe. Sven Goebel sagt sogar, 60% wären besser, zwei Drittel. Am Anfang ist es ja auch so, weil wir nur Neuumsatz haben, logischerweise, wir haben ja noch keine Partner. Am Anfang ist es so, aber auch im Laufe der Zeit solltet ihr schauen, dass ihr niemals, auch wenn ihr ein größeres Team habt, unter ein Drittel fällt, unter 30 bis 40%. Denn euer Eimer hat ein Loch langfristig und dieses Loch kriegt ihr nicht dicht. Also arbeitet nicht an dem Eimer und versucht irgendwie das Loch kleiner zu machen, sondern arbeitet daran, dass er praktisch so viel Wasser wie möglich reingibt in den Eimer und dass er so schnell wie möglich zum Haus rennt, weil dann habt ihr da keine, nicht so viele Verluste. So, und jetzt kommen wir zum Thema, und da freue ich mich riesig, dass sich heute auch die Barbara Huber bereit erklärt hat, hat gesagt, Gerhard, ich habe Lust, ich habe ein Thema, und wir waren im letzten Monat im Diamond Call zusammen. Wir machen jeden Montagabend einen Diamond Call, wo alle Diamonds und Höher mit drin sind, aus allen Teams. Und da haben wir uns über dieses Thema unterhalten. Und sie hat den Alexander Abele noch mit dabei. Da freue ich mich auch riesig. Danke erstmal, dass ihr euch heute auch die Zeit nehmt, liebe Barbara. Du bist der, ich darf so sagen, auch mal Direktor. Wir haben uns in Lanzarote ja auch schon, haben viel Spaß gehabt zusammen natürlich. Gell? Das war dein erster Direktortrip, glaube ich auch. Ne? Ja, Genau. genau. Und du bist pro Team 50 auch. Da auch nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Also, wie man so schön sagt, leading by example. Nicht nur reden, sondern machen. Ne? Und ja, ich freue mich riesig, weil ihr habt was vorbereitet, was ich glaube, das ist eine Schlüsselsache ja, im Leben, die eine Rolle spielt in unserem Mindset. Das Mindset, ihr wisst es alle, wir reden so oft drüber, wir reden über Leadership, wir reden über Mindset. Und gewisse Dinge können wir sozusagen selber bestimmen, allein durch unsere Denkweise. Und da freue ich mich jetzt einfach auf euch und ich möchte rübergeben zu dir, Barbara. Dankeschön, lieber Gerhard. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Mega, mega tolle Impulse und wollte da bloß ganz kurz was anschließen. Also wer sich jetzt vielleicht ganz neu eingeschaltet hat und ein bisschen überfordert ist mit Cap und weiß was ich alles, fragt wirklich, wirklich bitte, bitte eure Upline, die, die euch eingeschrieben haben, weil es macht so viel aus. Und wenn man dann sich ein bisschen, ja, wenn man wächst, wenn da mehr kommt und man sieht dann retrospektive die ganzen Wochen und sieht dann manchmal genau das, was du eben gesagt hast, gehört so ein bisschen rot, wo man sich dann vielleicht ärgert, weil wenn man es gesehen hätte, hätte man was dagegen dafür tun können. Genau. Ja. Wir hatten einen Diamond Call und dann habe ich mir eine Geschichte geklaut vom Alexander. Und das wollte ich auf gar keinen Fall klauen, sondern mit ihm erzählen, weil ich finde, alle von uns, wenn wir auch schon ein kleines Team haben und wenn es nur ein Partner ist, ist es ja super, super schön, mit dem Team zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Das ist eines der Warums, was mich auch antreibt in unserem Zinzino-Business, ist einfach die Zusammenarbeit mit dem Team. Und die, die im Team dabei sind, auch zu ihren Zielen, zu ihren Träumen begleiten zu dürfen. Und das ist so toll, weil Alex und Marina ein absolutes Power-Couple, möchte ich fast sagen, ist so, nicht fast, ist so. Er hat eine tolle Geschichte mitgebracht. Und das Thema ist einfach das, dass wir heute, und das glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Punkt, es geht natürlich auch der Glaube zu uns selbst, aber auch der Glaube an die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich bin heute auch davon überzeugt, dass es gibt vier die ermächtigendsten Worte, die man jemandem sagen kann, ist das, ich glaube an dich. Und ich glaube, dass wir uns das auch für uns selber und natürlich auch für unser Team bei der Zusammenarbeit, beim täglichen Tun uns auf alle Fälle immer wieder auch ja, vergegenwärtigen dürfen, weil es ein Instrument ist, das einfach uns weiterbringt, das uns beflügelt und das auch die Zusammenarbeit mit Sicherheit ja, leichter macht. Und weil wir sind ja alle auf dem Weg, wie sagt man immer so schön, Network Marketing ist kein Sprint, sondern Marathon. Von daher verbringen wir die nächste Zeit miteinander und darum ist es schön, sich da begleiten zu dürfen. Und der liebe Alex, ich würde da jetzt auch an dich rübergeben
hat eine ganz, ganz tolle Geschichte für euch, die euch genauso beflügelt wie den lieben Gerhard und mich mit dem, was er uns dazu erzählen hat. Lieber Alex, it's your turn. Guten Morgen, auch von allen meiner Seite. Ich bin der Alexander Abele und ich darf zum ersten Mal hier sprechen. Und ich bin schon super angespannt, weil tatsächlich habe ich eine sehr spannende Geschichte während dem Podcast hören im Auto erfahren. Und ich bin ja schon lange mit dem Thema Mindset sehr recherchieren, weil mir das sehr, sehr interessiert. Und tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem herausgefunden, welche Rolle eigentlich Erwartungen spielen. Und ich habe mit diesem Zweck einmal eine Folie vorbereitet, die ich euch mal zeigen möchte. Genau. Und zwar, bei diesem Effekt handelt es sich um den Pygmalion-Effekt. Und es hat letztlich folgendermaßen abgelaufen. Zwei Forscher haben 1968 eine Studie durchgeführt mit Grundschülern. Und letztlich haben sie sich von dieser Klasse 20% der Kinder herausgesucht, die sie von fortan als die Bloomer bezeichnet haben, was so viel heißt wie intelligente Kinder. Und das war, wie gesagt, rein zufällig. Die Kinder waren es nicht irgendwie schlauer oder dümmer als die anderen, aber sie wurden einfach herausgepickt aus der Gruppe von Kindern und sozusagen aufgeteilt in zwei Gruppen. Die einen, die sozusagen jetzt die Intelligenten waren und auch den Lehrern so weitergegeben wurden, und die anderen Kinder, die halt so zum Vergleich beobachtet wurden. Nun hat man den Eltern und also vor allem den Lehrern erzählt, dass diese Kinder eine besondere Begabung haben. Man hat mit Intelligenztests herausgefunden, dass sie in diesem Jahr aufgrund der Intelligenz einen besonders hohen Wissensfortschritt erlangen werden. Und allein deswegen, mit dieser Information, haben die Lehrer ihre Erwartungen erhöht und haben fortan diese Kinder, diese Bloomer, gefördert und ja, letztlich in ihrem Wissensfortschritt begleitet. Nach einem Jahr hat man die Kinder verglichen mit einem Intelligenztest und hat herausgefunden, dass allein diese erhöhte Erwartungshaltung dazu geführt hat, dass diese Bloomer tatsächlich einen erhöhten Wissensfortschritt hatten, eine höhere Intelligenz und auch bessere Noten geschrieben haben. Und was ich aus der Geschichte letztlich mitnehmen konnte, ist, dass das nicht nur bei Kindern funktioniert, das geht auch bei erwachsenen Menschen. Und wenn du eine Führungskraft hast, die wirklich an dich glaubt und die wirklich hohe Erwartungen an dich hat, dann kann es dazu führen, dass die andere Seite tatsächlich der Mensch wird auf Dauer und wirklich diesen Erwartungen gerecht wird. Und es geht auch in die andere Richtung. Man ist da einfach sehr sensibel. Und deswegen, ja, wenn man diese einzelnen einfachen Worte ständig sagt, ich glaube an dich, dann hat es wesentlich mehr Auswirkungen, als man vielleicht denken würde. Genau, das war es dann auch von meiner Seite für die Geschichte. Wunderschön, wunderschön, Alex. Also es ist einfach auch ihr, muss ich sagen, es ist einfach schön, weil ich weiß ja von eurem, ja, von eurer Idee oder von eurer Vision, was ihr mal erreichen möchtet. Ihr seid ja schon im Kleinen unterwegs, ihr seid, glaube ich, am Chiemsee gerade und wollt ja jetzt auch einfach von überall aus auf der Welt einfach arbeiten können. Das ist ja mit Zinzino hervorragend möglich. Und ich kann euch nur ganz, ganz liebevoll zurufen, ich glaube an euch und ich bin mir ganz sicher, dass ihr das erreichen werdet, weil ihr habt so eine hohe Motivation und bringt so viel mit. Also ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ihr im Team mit dabei seid und da auch diese Impulse mit reingibt. Sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Super. Vielen, vielen Dank auch zurück an euch, natürlich Barbara und Alexander. Du kannst die Bildschirmteilung wieder unterbrechen, Alexander. Das wäre super, wenn du das magst. Ich glaube, das ist genau super. Ja, aber Barbara, ich möchte gerne nochmal an dich zurückgeben. Ich glaube, das hat dich auch so nachhaltig beeindruckt, diese Geschichte, ja, dieser Effekt, den der Alexander vorgestellt hat. Gell? Ihr habt auch ein Training gehabt darüber, gell? Persönlich, ne? Genau, also das Schöne ist das, wir haben immer so ein kleines internes Teamtraining, zyklisch immer einmal in der Woche. Und wir machen es auch so, dass wir wirklich jedem, der im Team sich da befindet, auch jedem mal das Wort gibt, um sich einfach zu einem Thema, was ihm besonders am Herzen liegt, vorzubereiten. Weil ich bin mir sicher, auch hier, wir haben jetzt 69 Teilnehmer, dass bestimmt viele, viele von euch auch Themen haben, die ihr einfach präsent hättet, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt mein Thema, da habe ich ein großes Learning dabei gehabt.
Weil das ist, sind ja diese Dinge, die einem im täglichen Leben hergespült werden, die Geschenke, die man bekommt und dann auf einmal so eine Erkenntnis hat, wo man sagt, ja genau, das bringt einen auf einmal ein Stückchen weiter. Und das hat mich eben so beflügelt und das war echt, ich war so, ja, so positiv, einfach glücklich und stolz. Der hat ja eine Präsentation vorbereitet, der Alex. Das ist ja, ich meine, der ist Vollzeit berufstätig, muss man sagen, der Alex. Schreibt nebenbei seine Bachelorarbeit noch und baut jetzt mit der Marina auch noch Zinzino auf. Also, das ist ja immer so, dieser Gap, den man hat, wo man sagt, okay, Zinzino aufzubauen nebenbei, das ist ja diese große Herausforderung. Und diese intrinsische Motivation zu haben, selber wirklich aus sich selber raus das erreichen zu wollen, das ist einfach großartig und macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Und somit fördert man halt auch jeden sein Talent auch noch hervorzubringen, zu stärken, auszubauen und auch Stück weit natürlich immer, immer mehr auch an sich selbst zu glauben, dass man das packt, dass man das schaffen kann und das nicht nur eine Vision ist, sondern halt eben auch dann immer mehr Realität wird. Ja. Ja, also die erstmal toll, Alexander. Ich finde es sowieso immer sensationell, wenn ich zurückdenke, jetzt als ja, ein bisschen aus dem Teenageralter raus, ja, und denke mir so, mal, jetzt sind es junge Menschen auch, sagen wir mal, zwischen 20 und 30, zwischen 20 und 35, muss man oft noch sagen, wenn man vielleicht im Studium drin ist, bis man teilweise auch 25, 26, 27 ist, dann kommen die ersten Berufsjahre, dann fängt man an, natürlich über Familie nachzudenken. Und wenn man sie dann auch auf unsere Branche einlässt, dann ist es eigentlich ein Traum, weil man kann im Network so viele eigene Talente natürlich einsetzen, gell? Weil also es gibt Talente, die im Network einfach absolute Rolle spielen. Da gehört dazu, dass man gern kommuniziert, dass man gern mit anderen Menschen sich trifft, dass man auch sich nicht so daheim zurückzieht und sehr introvertiert ist, also ein bisschen extrovertiert vielleicht auch. Man kann sein Selbstbewusstsein aufbauen, man kann sein Selbstwertgefühl aufbauen. Und ich glaube, das ist, dass diese Leadership-Schmiede, das ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir normalerweise im normalen Leben nicht kriegen. Das ist tatsächlich so. Also was wir hier hören in unserer Branche, und da kann ich mal zurückgehen, bei mir, das ist ja Ende der 90er Jahre vielleicht auch, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch auch schon so lange im Network ist. Wahrscheinlich der eine oder andere hat es auch alles schon gekannt zu der Zeit. Und ich habe ja auch einige Freunde drin, die schon so lange dabei sind. Aber ich war damals, als ich jung war, ich war damals in den 30ern und habe damit Network Marketing gestartet und habe dann als Unternehmer, der so erfolgreich war, ja, in Anführungsstrichen, unglaublich, ich habe das Lesen wieder angefangen, ich habe mir wieder Bücher geholt, ich hab für mich festgestellt, dass ich 15 Jahre aus dem Thema persönliche Entwicklung komplett raus war. Da war ich komplett raus, das heißt, weil man hat Geld verdient, das Geld wurde nicht weniger und das Geschäft ist gelaufen, man war selbstständig, man hat Mitarbeiter gehabt, alles war, wie man so schön sagt, die schöne Welt, die schöne heile Welt, ja. Dass du voll im Hamsterrad warst, das hast du gar nicht mitbekommen, volle Kanne, weil du natürlich ein bisschen geblendet warst durch deine Erfolge und auch natürlich in dem Alter mit den Sachen, die du machen konntest und wolltest. Aber diese persönliche Entwicklung, das ist ein Riesenthema. Und gerade was jetzt der Alexander sagt, und da möchte ich auch nochmal vielleicht auf unser Schulsystem eingehen. Ihr dürft ja eins auch nicht vergessen. Wenn man heute in eine Elite-Universität geht, dann werden einem solche Sachen beigebracht. Das heißt, es wird einem Leadership beigebracht, es wird einem Führungskraft beigebracht. Also eine Elite-Universität baut die Menschen ständig auf, ja. Also da wird reingegangen, du bist kreativ, du kannst alles schaffen, du hast kein Limit im Leben, du kannst der nächste Bill Gates werden, der nächste Steve Jobs. Das ist die Art und Weise, wie man in diesen Elite-Universitäten spricht. Weil es wird ganz klar natürlich eine Elite erzogen in der Elite-Abteilung. Ich glaube, das muss uns allen klar sein. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss auch, dass dein Umfeld, in dem du groß wirst, das fängt mit den Eltern an, mit den Großeltern, dass das einen riesen Einfluss hat auf dich in deiner Entwicklung. Und zwar, wo du deine eigenen Grenzen im Kopf hast. Ich glaube, das Thema haben wir schon oft gehabt und ich glaube, wir wissen es auch. Und ich kann auch für mich sprechen, von meiner Familie, von meinen letzten drei Generationen. Ja? Wenn ich das heute aus meiner heutigen Sicht von oben mal vom Helikopter aus betrachte, dann ist alles, was passiert ist, genau logisch. Weil rückwirkend ist ja die Vergangenheit immer logisch. Ja, im Moment, die Gegenwart ist eher das, was wir heute machen. Die Zukunft haben wir noch nicht so richtig unter Kontrolle.
Aber später sagt man, das ist ja alles klar, dass das so gekommen ist. Das musste ja so kommen. Kennt ihr den Satz? Ne? Das musste ja so kommen. Aber es ist unsere vorweggenommene Projizierung unserer eigenen Person. Wo sehen wir uns? Wie sehen wir uns im Leben? Wo ist unser Platz, also unser Bereich? Wo trauen wir uns nicht raus, weil wir ja da sind? Und es ist ja auch alles gut. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Und das kennen wir alle. Also wir haben da, glaube ich, auch die Aufgabe als Sponsoren oder Enrollers oder Networker, und das finde ich eben toll vom Alexander, dass er das gebracht hat, wo ich 100% dran glaube, dass wenn wir Menschen, wo man auch selber vielleicht so ein bisschen zweifelt, ob sie es packen, sagt, pass auf, du hast es drauf, du kannst es, ja, weil man weckt in ihnen dieses Gefühl, diese Inspiration, diese Motivation. Vielleicht kann sich ja doch, jetzt hat es ja noch jemand gesagt, dass ich es kann. Jetzt hat es der auch noch gesagt. Das ganze Team spricht ja so. Wahrscheinlich können es wir alle. Und jetzt fängt es an. Ne? Und es ist jetzt, weil wir gerade Europameisterschaft haben, jetzt unter uns gesagt, ganz ehrlich, das hat ja alles mit diesem Glauben zu tun vorher, dass man, ja, wenn man gestern das Spiel angeschaut hat, jetzt von Deutschland, ja, ich habe mich da ein bisschen. Ich war früher ein totaler Freak, aber ich habe mich emotional ein bisschen zurückgenommen, weil es an meinem eigenen Leben nichts verändert. Also ich versuche immer, mich mehr auf das zu konzentrieren, was bei mir was verändern kann und in meinem Umfeld und für die Menschen, die mir wichtig sind. Ja, aber ich bin nach wie vor natürlich auch ein Fußballfan und hätte auch gern gewinnen sehen. Aber ihr habt gemerkt an der Reaktion, dass diese Mannschaft bereit war für diesen Europameisterschaftstitel und dass sie eher total geschockt waren, dass sie da ausgeschieden sind. Also sie waren nicht irgendwo, dass sie sagen, ja, Spanien ist ein starker Gegner und wir haben schon gedacht, dass es eng wird. Nee, nee, die waren vollkommen überrascht und geschockt, weil die waren im Kopf schon im Endspiel. Das heißt, was positiv ist, das heißt, die haben an sich geglaubt, die haben absolut an sich geglaubt. Bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde haben die an sich geglaubt. Und es geht nur, wenn das Umfeld um sie herum diesen Glauben zulässt. Versteht ihr? Das heißt, wenn dein Team diese Positivität hat. Es kommt also nicht nur auf dich an, es kommt auch auf dein Team an. Wo bist du in welchem Team? Ja? Hast du Uplines, die überhaupt nicht aktiv sind? Hast du welche, die immer nur negativ reden? Die sagen, das funktioniert nicht oder das kannst du sowieso nicht schaffen oder wie auch immer. Dann sprecht mit der, dann lass die auch außen vor. Wenn ihr die in eurer Familie habt, lass die auch außen vor. Ja? Ganz wichtiger Aspekt. Ja? Ich habe noch, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Roland, bist du noch im Call? Roland, Labs? Natürlich. Ja, ich sehe dich nur gerade auf meiner Seite 1 nicht. Ah ja, hier bist du wieder, genau. Roland, ich mache das spontan, ne? Du kennst mir das so überfallartig immer mal. Ich glaube, dass du jemand bist, wenn man jetzt das Thema von der Barbara und vom Alexander aufnimmt, der extrem, weil wir arbeiten ja sehr eng zusammen auch, wir kennen uns 35 Jahre, ich bin dein Enroller. Ja, also habe ich natürlich mit dir auch eine andere Kommunikationsbeziehung wie vielleicht mit deinen Partnern, wo du der Enroller bist, weil da hast du natürlich Vorrecht, logischerweise. Da möchte ich auch nicht das zu sehr beeinflussen. Und also wenn ich mit dir spreche, und das möchte ich auch mal sagen, du stehst extrem hinter deinem Team und hinter deinen Leuten, wahrscheinlich viele von euch auch, aber gib mir doch mal ein bisschen Feedback, inwiefern der Erfolg des Teams von dir persönlich abhängig ist, Roland. Von deiner eigenen, ich sag's mal, Gefühls-, Emotions-, Stimmungslage, Motivation, Inspiration. Ja? Gib mir doch da mal ein bisschen Feedback, ja? Weil, wie gesagt, es ist ein Thema, was uns alle betrifft. Erstmal hallo zusammen, aber das ist ja nicht nur im Network Marketing so, was du jetzt da sagst. Das ist ja, ob du Brötchen verkaufst oder wie wir aus der Hotellerie kommen oder was immer du machst, wenn du selber nicht schon so aussiehst, als wenn du es bist, als wenn du es, du musst es ja ausstrahlen. Und ich stehe natürlich 100% hinter meinem Team. Ich nehme auch nicht alle Ratschläge an, weil sie nicht zu mir passen, sondern ich baue sie dann um zu mir. Mir wurde ja auch oft gesagt, du musst es so machen, du musst links, du musst rechts. Aber ich habe mein eigenes Empfinden und meinen eigenen Wunsch, mein Ziel zu erreichen mit meinem Team zusammen. Insofern ist für mich, ich bin ein emotionaler Mensch, ich kann es also aus dem Bauch, aus dem Herz. Mein Kopf hat keine Ahnung, was wir machen, aber ich kriege Gänsehaut rauf und runter, habe bei dir schon unterschrieben, ja, natürlich, und habe 300 Leute auf der Liste und schieß schon los. Und irgendwann hinterher versteht man dann nach einem Jahr den Vergütungsplan und was eigentlich ein Cap ist. Und ich bin sicher, wenn wir hier fragen, was ist Cap, werden viele von euch das nicht wissen, was ist Cap, von was spricht der Typ eigentlich? Ja, was ist es eigentlich mit diesem Donut? Welchen Donut eigentlich? Oder
Da gehen wir immer davon aus, dass das alle wissen. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was ein Cap ist. Aber ich habe es mir halt dann, ich habe es gesucht, bevor ich gefragt habe. Ich habe halt das Backoffice zerlegt, habe den Begriff eingegeben, habe zum x-ten Mal den Vergütungsplan gelesen und irgendwann habe ich es einfach gemacht. Und heute freue ich mich, wenn ich mich mit Gerhard austauschen kann und einfach das zu schließen ist. Aber ihr müsst es nie aufgeben, immer positiv ausstrahlen, wenn ihr nicht gut seid, wenn ihr nicht gut drauf seid. Das geht ja den Zoom-Partner nichts an, das geht ja auch dem Team nichts an, sondern strahlt es aus und seid überzeugt davon, dass es erreicht, auch wenn es einen Tick vielleicht länger dauert. Verlängert die Zeit, aber nie euer Ziel. Das sind ja die alten Sprüche immer. Ja, also reduziere nie deine Ziele, sondern verlängere den Zeitraum dafür, ne? Ja, Was also. unsere Enhanced-Leute betrifft, wir sind jetzt im dritten Lehrjahr. Ich hatte im dritten Lehrjahr in meiner Ausbildung keine Ahnung von nichts. Ich wusste theoretisch, wie es funktioniert, aber in der Praxis habe ich keine Ahnung. Und wir sind heute im dritten Lehrjahr bei Sensino und da bin ich super stolz, was wir alles schon erreicht haben. Schaut euch die Zahlen an. Auch wo Sensino allgemein hingeht, das ist ja fantastisch. Ja, und auch Leute, die Nein zu uns sagen, wissen genau, was wir tun. Das finde ich immer spannend. Die sagen, nee, ich will das nicht machen mit dem Direktor und Crown und die wissen alles. Die wissen alles darüber, aber sie beobachten uns, sagen aber immer noch Nein, weil sie noch nicht bereit dazu sind. Lasst ihnen die Zeit und informiert sie ab und zu. Sag, du, ist gar nicht schlimm. Wie geht's der Familie? Alles gut? Lass uns mal treffen. Und ich bin immer ein Typ, der immer eine Beziehung braucht. Immer, immer, immer. Das war im Immobilienbereich so, es war in allen Business von mir so, ich brauche eine Beziehung, dann geht das Geschäft sowieso. Wir müssen ja über Sensino und nicht diskutieren. Wir müssen auch nicht über einen Balance-Test diskutieren. Leider tun wir das zu oft. Wir erklären zu oft Öle, Details und AGBs und sonst was, sondern transportiert eure Emotionen, transportiert euer Gefühl, sodass das Gegenüber gar keine Chance hat. Der muss sicherheitshalber mitmachen, weil ihr einfach so drauf seid. Ja? Und schon, wir sind jetzt wieder, was sind wir? 72 Leute, 71 Leute an einem Samstag früh, blauer Himmel, Sonne. Also ein Viertel ist der Sommer angekommen. Und trotzdem sitzen hier 71 Menschen in einem Call und hören sich das jede Woche wieder an. Das finde ich fantastisch. Ja. Vielen Dank, Roland. Klasse. Ich glaube auch, dass wir trotz unserer langen, also wir kennen uns ewig und haben so viel zusammen gemacht, aber wir haben tatsächlich unsere Kommunikation nochmal auf einen neuen Level gebracht, gell? Nach all den Jahren, ne? Muss man sagen, ne? Definitiv, Also definitiv. wir sind beide, wir haben das Wachstum immer versucht weiterzuentwickeln. Wir haben uns durstig weitergebildet in Seminaren. Du hast Geld investiert, du hast gesagt, ich muss auch persönlich wachsen, bevor mein Geschäft wachsen kann. Ich selber bin sowieso ständig irgendwo im Modus mit allen möglichen Büchern, ja. Und mit Menschen natürlich und hab auch eine Ablein, mit der ich mich sehr viel, natürlich Sven Göbel, klar. Ich habe mit der Birgit, tausche ich mich viel aus, ja. Und das ist genau das Thema. Ihr müsst euch mit Menschen austauschen, mit denen ihr auch tauschen würdet. Also versteht ihr, wo ihr sagt, das ist eigentlich so ein Level, wie der lebt? Wäre für mich auch okay. Natürlich mit anderen Hobbys vielleicht, andere Art und Weise, aber nehmt mehr Ratschläge von Menschen an, die schon da sind, wo ihr hin wollt. Weil ihr müsst euch immer eins vorstellen, wenn ihr heute einen Vorgesetzten habt in der Firma, der selber seit 20 Jahren auf seinem Stuhl klebt und nie weitergekommen ist, wieso sollte der euch zeigen können, wo ihr hin müsst? Oder wieso sollte der motiviert sein? Weil möglicherweise wäre das sein Stuhl, wo ihr hin wollt. Also der Punkt ist, ihr müsst da wirklich im Network, da könnt ihr die Uhr neu stellen nochmal, ja. Und Roland, ich möchte an der Stelle mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, so wie bei euch allen natürlich, dass er den ganzen Einsatz bringt. Und du hast es gerade schon gesagt, Roland, ihr kennt vielleicht dieses schöne Buch hier, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ja, wer es noch nicht kennt, holt es euch mal als Hörbuch oder ja, Buch vielleicht auch. Ist ja ganz abstrakt, wenn man heute sagt, kauft ihr mal das Buch, ja, weil die meisten haben irgendwo Hörbücher. Ne? Es geht um das hier, wie man Freunde gewinnt. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Buch. Und dann gibt es noch ein Buch von Dale Carnegie. Das war eins meiner, ach, das ist uralt. Sorge dich nicht, lebe. Mit den zwei Büchern seid ihr schon fast durch, wenn ihr die Einstellung von den zwei Büchern habt. Ja? Sorge dich nicht, lebe, weil wir finden Probleme, wo keine sind. Ja, wir haben auch Probleme, die wir haben, die sind real. Aber das Geile, Entschuldigung, ist, wenn wir das lösen, Problem, versteht ihr, Problem, dann geht es uns sofort besser. Also, dauer ein Tipp von mir. Und zwar, ich gebe euch nur Tipps von Dingen, die ich selber falsch gemacht habe. Weil damit wisst ihr, was bei mir so ein bisschen schief läuft.
Schiebt die Sachen nicht raus. Wenn ihr was habt, was euch blockiert, was euch bremst, müsst ihr Farbe bekennen. Ihr müsst die Sache lösen. Ihr müsst die so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Und da gehört alles Mögliche dazu. Authentizität, Ehrlichkeit, Hosen runterlassen, offene Gespräche, schwierige Gespräche, direkte Konfrontation. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Aber tragt es nicht mit euch rum. Tragt euren Alltag nicht zu 90% in euren Traum. Ihr wollt euren Traum erleben, ihr wollt euren Traum realisieren. Und lasst euren Trend praktisch diesen Modus. Also wenn er sagt, okay, hier liegen jetzt Briefe, die braucht kein Mensch, ja, die liegen hier. Und die lege ich dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die liegen dann auf eurem Schreibtisch auch nur genau so in der Mitte oder an der rechten Seite. Die lasst ihr da liegen, damit ihr die nicht vergesst. Und wisst ihr was? Ihr schaut die immer wieder an. Wisst ihr, was ich habe? Ich habe hier hinter mir einen Tisch und da hinten liegt alles, was ich erledigen muss. Aber das, was mich im Leben weiterbringt, liegt vor mir. Das sehe ich. Das sind Bilder, das sind Zielcollagen, das sind einfach coole Sachen, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wir haben alle möglichen Tools, ja, die uns motivieren, inspirieren, ja. Wo halt alles eingeklebt ist, reingeschrieben ist. Wir schreiben unsere Tagebücher für die Zukunft mit Datum. Ja, also ihr müsst schon wissen, wo ihr hin wollt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Traut euch das mal. Seid mal so mutig, da gehört Mut dazu, da gehört wirklich Mut dazu. Seid mal so mutig. Wisst ihr, ich bin heute meine 20 Jahre alten Bücher rausholen und da geht es halt vorne drin mit einem Happiness Circle los. Ne? Den kennt ihr vielleicht, happinesscircle.net. Dass er mal eure 6 Lebensbereiche auch mal rausfindet. Ja? Das werden wir demnächst auch mal wieder machen, das Training. Sensationell. Wo es darum geht, um Finanzen, Karriere und Lifestyle, aber auch um vor allem um Beziehungen, Gesundheit und persönliche Entwicklung. Happiness Circle, ja. Und ich habe damals reingeschrieben, wenn mir einer das Buch zurückgibt, falls ich es verliere, habe ich reingeschrieben, gibt er $1.000 von mir. Wisst ihr, weil in dem Buch ist alles drin, unser Leben. Ich will euch das nur so ein bisschen erklären, weil es ist wichtig, dass ihr wisst, wohin wollt. Weil wenn es euch schwerfällt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Baustellen habt, wenn ihr Herausforderungen habt, wenn ihr von vorne beginnt, dann braucht ihr braucht einen Ankerpunkt, der euch immer wieder motiviert in dem Moment, wo ihr praktisch aufgeben wollt. Den Ankerpunkt braucht ihr. Und zum Beispiel, wenn ihr heute ich war ja, wir haben Triathlon gern gemacht, meine Frau und ich. Ne? Also was haben wir früher eigentlich immer um uns herum gehabt? Alles, was mit Triathlon zu tun gehabt hat. Ja? Weil wir wollten diesen Ironman machen damals, das allererste Mal, wo wir das erste Mal gemacht haben, zusammen einen Ironman, das war so unser Traum. Aber was haben wir gemacht? Wir haben uns komplett, also unsere Fahrräder waren im Wohnzimmer gestanden. Es war einfach alles auf Ironman ausgerichtet. Ja? Wir haben die Bücher gekauft, wir haben die Zeitungen gelesen. Wir haben uns ständig auseinandergesetzt mit diesen Dingen. Und jetzt müsst ihr mal drüber nachdenken, ob ihr euch mit euren Hobbys oder mit Dingen, die euch beschäftigen, mehr auseinandersetzt als mit eurer Zukunft. Also ist das, was ihr jeden Tag euch anschaut, weil es euch Spaß macht. Nehmen wir mal an, da wäre jetzt jemand dabei, der interessiert sich für Schmetterlinge. Und der liest jeden Tag alles, was es über Schmetterlinge gibt. Der ist in der Schmetterlingsgruppe bei Facebook, der ist überall, ja. Der hat also nur Schmetterlingsfreunde. So, hat nichts mit seiner Zukunft zu tun, versteht er? Aber er investiert jeden Tag 2 Stunden, um über Schmetterlinge zu lesen. Und diese ganze Zeit, die wir unnütz sozusagen verteilen, da draußen, wir verteilen die Zeit, ja, wir geben die jemandem, wir geben die irgendeinem Thema, ja. Also wir verbringen die auch nicht die Zeit, ja. Verbringen ist auch so ein komisches Wort. Ich würde eher sagen, wir verteilen unsere Zeit. Und wir müssen uns überlegen, ob diese Zeit, die wir verteilen, ob die in die richtige Richtung geht. Ob wir die richtigen Themen haben um uns herum. Sind wir in den richtigen Gruppen drin? Kriegen wir Inspiration? Haben wir Mentoren, die wir vielleicht auch virtuelle Mentoren, denen wir folgen, ja? Haben wir Bücher, Hörbücher, wo man sagen, das sind Leute, die uns inspirieren, ja. Zum Beispiel so ein uralt Buch, ja, wo ich halt 2 Bücher, wo man natürlich mit unserem Geschäft besonders verbinden kann. Das ist halt der Robert Kiyosaki, ja. Das Geschäft des 21. Jahrhunderts. Das Buch ist 13 Jahre alt, aber es stimmt alles, was da drin steht, ja. Da steht drin, nicht die Wirtschaft ist das Problem, sondern Sie sind das Problem.
Ja, also die Wirtschaft verändert sich ständig, ja. Und er zeigt auf, was Network Marketing, aber völlig logisch, ja. Er ist heute, er hat 40.000 Immobilien, nur dass man mal ein kleines Gefühl hat, wie es ihm geht. 40.000 Immobilien. Er ist Bitcoin-Millionär, er hat Gold, ja. Er hat alles, was an Vermögenswerten gibt, ja. Oder der Cashflow-Quadrant, den kennt ihr alle. Aber ihr müsst auch mal euch überlegen, nicht nur die Bücher lesen, ihr müsst überlegen, was könnt ihr davon umsetzen? Wo könnt ihr andere inspirieren? Wo könnt ihr die abholen an welcher Stelle? Ihr kennt vielleicht diese 14 Fragen, die ich oft mal in die Gruppe gestellt habe, ne? Was wäre, wenn du das Doppelte verdienen könntest? Wäre es für dich schön, mehr bei deinen Kindern zu sein? Hättest du Lust, mehr Urlaub zu machen? Hättest du Lust, geografisch unabhängig zu leben? Diese ganzen Fragen, ja, die ich auch in die Teams schon verteilt habe. Das sind 14 Stück, da gibt es wahrscheinlich 100 Fragen, aber ich habe halt mal 14 genommen. Ihr müsst in eurer Kommunikation, in ihren Gesprächen auch mal solche Sachen einbauen. Das heißt, ihr lernt neue Menschen kennen. Ihr sprecht mit denen über das Leben, wie es so ist. Ja, Flugzeuge, jetzt sind viele wieder im Urlaub. Ja, jetzt sitzt wieder, wir sitzen am Montag wieder im Flieger. Ja, und dann schaue ich als erstes, wenn ich natürlich dahin gehe, in der Wartehalle, schauen wir die Leute schon an. Das geht gar nicht anders. Das ist so ein Radarblick, der geht so über 180 Grad nach hinten. Ja, dann scanne ich schon mal ab, so, wer ist da richtig cool in dem Flieger. Ja. Und wisst ihr trefft auch dann so Leute auch immer wieder, wenn ihr die sucht. Das heißt, ihr geht in den Flieger, das ist der Flieger, könnte alles andere sein. Und ihr seht diese drei, vier, fünf Menschen, die anders sind. Und die seht aber euch auch, weil ihr seid offen, ihr schaut, ihr seid positiv, ihr habt einen positiven Gesichtsausdruck. Ich hoffe, dass es so ist, ja. Schaut nicht, also wer nicht lächeln kann, darf kein Geschäft eröffnen, ja, sagt man Asien. Ja. Und dann geht es natürlich los. Und dann hast du vielleicht Menschen. Ja, und da kannst du dann ein bisschen Smalltalk machen, ne? Und wie lange bleibt er? Und super, ja, seid ihr öfter da und ja, und dann auch mal, naja, das ist schon mal schön, wenn man sich seinen Urlaub frei einteilen kann, wie ist es bei euch, ja. Und dann kommt ihr schon irgendwo, ja, bei uns, Himmelswind, war ganz schwierig. Also ihr müsst im Gespräch diese Pitch-Punkte einbauen, aber unterbewusst. Das ist ein wichtiger Punkt. Viele sagen, ich habe mich mit ihm super unterhalten, klasse im Flug, eine Stunde haben wir uns super unterhalten. Da sage ich, hast du seine Handynummer? Nee. Hast du eine Karte von ihm? Nee. Hast du ihm eine Karte gegeben? Nee. Ja, super. Dann habt ihr euch super unterhalten. Aber was ist sonst passiert? Also, wenn ihr euch nur super unterhalten wollt, dann ist das in Ordnung. Für mich, ja. Aber ich bin Networker. Ich bin nett und ich worke. Ja. Und die zwei Sachen, die mache ich 24 Stunden unbewusst am Tag. Das ist in Fleisch und Blut drin. Das ist wie wenn ihr einen Kellner nehmt, einen Top-Kellner. Einen Top-Kellner. Versteht ihr? Den könnt ihr in einen Imbiss stellen. In ein Gourmet-Restaurant, in ein Bierzelt, in einen Metzgerladen, der verkauft immer mehr als die anderen. Weil er ist im Herzen jemand, der grundsätzlich das Optimale rausholt, egal wo du ihn mit dem Fallschirm abschmeißt. Ja? Den könnt er vom Heli rausschmeißen irgendwo im Dschungel und er wird irgendwo einen Stamm finden und wird sagen: Mensch, was können wir denn heute machen? Was haben wir denn heute vor? Ja? Der wird die Menschen motivieren, der wird freundlich sein, der wird sympathisch sein. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Und es geht aber besser, wenn ihr euren Ankerpunkt habt, um wieder zurückzukommen. Und vor allem auch, wenn ihr die Einstellung habt, wie es der Alexander am Anfang ein bisschen erklärt hat, glaubt einfach an euch. Glaubt daran, dass ihr die Elite seid. Glaubt daran, dass ihr auch die Menschen seid, die im Prinzip das verdient haben, dass ihr es verdient habt. Ja? Ein weiteres Buch, wo das ganz gut beschrieben ist, Harv Eger, Wie denken Millionäre? Die Beziehung zwischen ihrem Kontostand und ihrem Kopf. Ja? Und ich lese das nicht nur einmal, so ein Buch. Ich lese das nicht nur einmal. Ja? Ich habe das Buch nämlich dreimal, habe ich das Buch. Ich habe es dreimal. Es ist hier, es ist einmal in Nürnberg, weil da liegt es auch noch rum. Ja? Und ich habe es noch ein zweites Mal dabei, weil ich habe es dann immer noch einmal geschenkt bekommen. Aber für mich ist es so, ja, diese Manifestationen. Die könnt ihr mit einem Freund machen, der euch wohlgesonnen ist. Die könnt ihr mit einem Mentor machen. Die könnt ihr aber auch in eurer Familie machen, mit eurer Frau, mit eurem Mann. Ihr könnt euch gegenseitig natürlich in diese andere Schwingung bringen, in diese andere Frequenz. Und dieses Thema, bei meinem Leadership gehabt, habe ich das letzte Mal. Es gibt einen Satz, der heißt: Es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Führungskräfte. Jetzt ist auch wieder blöd. Jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Weil es heißt ja immer, also du meine Partner, die ich da habe.
Die sind ja viel schlechter wie deine. Also, oder in meinem Land ist das ganz anders. Oder in meiner Stadt. Also, ich hatte jetzt vor kurzem einen, der hat zu mir gesagt, also in Göttingen, Gerhard, in Göttingen, da dicken die Leute anders. Ne? Ich sage, ja, ist interessant, in Göttingen. Wusste nicht, muss ich aufschreiben gleich, dass ich das weiß in Zukunft. Dass ich nicht mehr in Göttingen Sponsor, weil in Göttingen dicken die Menschen anders. Ja? Oder es kommt dann, er weiß, in Österreich, da wo wir leben, das ist so ein bisschen am Land, da dicken die Menschen ganz anders. Ah, so ist interessant, ja. Du, ich möchte gerne jemanden vorstellen, der ist in einem 1500-Seelendorf groß geworden in Österreich. Der verdient heute 25.000 Euro im Monat. Der ist 3 Jahre dabei. Wollen wir mit dem mal einen Call machen? Versteht ihr? Ja, es gibt keine schlechte Lage. Es gibt auch keine schlechten Menschen oder Menschen, die kein Interesse am Network haben oder die nicht geeignet sind. Es gibt nur uns und wir sorgen dafür, mit wem wir sprechen, mit wem wir kommunizieren, wie wir kommunizieren und ob wir ihn inspirieren oder motivieren oder frustrieren oder wie auch immer, ja. Das heißt, wir müssen an uns arbeiten, wir müssen an unseren Träumen und Zielen arbeiten. Und dann das Thema mit den Häuptlingen und den Indianern. Ich meine, wenn man die ganze Geschichte sich mal anschaut, und ich bin bestimmt kein Experte für Geschichte, aber es hat immer an den Führungskräften gelegen, ob sich was verändert hat. Immer an den Führungskräften, immer an der Vision. Immer. Und diese Thematik, die muss uns klar sein, wenn wir in dem Geschäft beginnen, dass wir mit Leadership eine Entscheidung treffen. Wir treffen eine Entscheidung, Führung zu übernehmen. Und diese Führung, die ist am Anfang noch ganz klein. Aber das bedeutet ja auch Führung für uns selber. Ihr müsst ja bei euch beginnen, weil ihr werdet mir recht geben, es gibt wenig ganz erfolgreiche Führungskräfte, oder ich wüsste jetzt keinen auf Anhieb, der nicht selber für sich extrem diszipliniert ist. Also der nicht wirklich so ein Larry Ellison von Oracle, ja. Ich habe mir die Biografie von ihm durchgelesen. Der Typ ist halt jeden Tag um 4 Uhr aufgestanden und ist in seiner Firma. Und wisst ihr was? Die Leute haben morgens eine Stunde trainieren müssen. Seine Mitarbeiter mussten ins Fitnessstudio eine Stunde, bevor sie in die Arbeit durften. Das müsst ihr euch mal geben. Und das hat er als Grundvoraussetzung, dass er überhaupt einen einstellt. Der sagt, wer bei mir nicht fit ist, der braucht überhaupt nicht antreten in meiner Firma. Und ihr wisst, wie oft er den Admirals Cup gewonnen hat mit dem Segeln, ja, was mit der teuerste und wildeste Sport ist, den es auf der Welt gibt, mit diesen Kevlar-Booten, wo sie da Gas geben. Ja, Larry Ellison. Oder nehmt von mir aus Elon Musk, ja, der eben im Ich meine, da war die Aktie jetzt, sie halbiert in dem Jahr, die Aktie. Glaubt ihr, dass der rumgelaufen ist und hat gesagt, oh Mann, ey, hoffentlich wird das was? Nee, der ist raus und hat gesagt, wir werden die geilste Firma der Welt. Wir gehen nach 5 Billionen, 500 Billionen Marktwert hoch. Ja, wir werden im Robotik die Nummer 1. Ich meine, wir werden im selbstfahrenden Autos die Nummer 1. Nichts von dem ist bis jetzt ist komplett fertig. Es ist nicht da. Also es funktioniert schon, aber es ist noch nicht da. Aber was ist jetzt passiert? Die Aktie hat sich von dem Tiefstand ist sie von 140 auf $240 hoch innerhalb von 3 Wochen, 4 Wochen. Also der Punkt ist, und es ist nicht greifbar, es gibt auch kein Argument dafür, faktisch, zahlentechnisch. Aber es findet in seinem Kopf statt. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, ja? Gut, ich habe hier noch zwei, drei Punkte, die ich mit euch besprechen möchte, wir sind gleich durch, 5 Minuten. Also wir haben diese 10 Dinge, die sofort passieren, wenn ihr Leadership annimmt. Wenn ihr ein Leader werden wollt, dann sucht ihr euch, dann liest ihr den Compensation Plan, ihr schaut euch euer Backoffice an, ihr schreibt eure Fragen auf, ihr macht eure Namensliste, an der arbeitet ihr akkurat, ihr macht eure Zeitpläne für die Woche. Ihr macht jeden Tag was für euer Geschäft, jeden Tag, und wenn es nur 5 Minuten sind, es gibt keinen Tag, wo ihr Pause macht, ihr macht jeden Tag was dafür, dass ihr in den Flow reinkommt. Und wenn ihr nur abends an eurer Namensliste arbeitet, ihr schreibt eure Follow-ups auf, ihr geht in Social Media, ihr schaut euch euren Kanal an, ihr sagt, okay, bin ich dort zumindest attraktiv genug für das, was ich vorhabe? Stelle ich mich so dar? Bin ich authentisch? Habe ich vielleicht Fotos drin, die raus müssen? Habe ich vielleicht, keine Ahnung. Oute ich mich überhaupt richtig? Oute ich mich überhaupt richtig? Sage ich jetzt dem Christoph zum Beispiel, Christoph, ich sehe dich gerade hier vor mir mit dem Kopfhörer. Ja, du siehst aus wie so ein Starfighter-Pilot gerade, der so im Anflug ist, ja. Genau. Aber das ist ein gutes Omen, ja. Also hier, genau, ist zielfest im Auge und Handy am Steuergerät, ja.
Und der Punkt ist, weißt, wenn ich jetzt zum Christoph sage, jetzt weiß ich, der ist Arzt, der ist irgendwo in einer ganz anderen Welt, das weiß er aber ja vorher nicht genau. Ich kenne ja seine innersten Wünsche, seine innersten Ziele nicht. Da sage ich, ey, Christoph, weißt du was? Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ey, wir müssen mal ein Bier trinken oder mal uns hinsetzen. Ich hab für mich eine Riesenvision kennengelernt. Ich musste das mitteilen. Vielleicht ist das auch was für dich, wo du sagst, da kann er mich mit identifizieren, da kann ich vielleicht mitgehen mit einem. Vielleicht ist es was, wo du nebenberuflich was Hauptberufliches aufbauen kannst. Das ist viel größer, aber das ist das, was du jetzt machst. Und so weiter. Ich muss ihn ja irgendwo abholen. Und dieses Gefühl müsst ihr in euch haben vorher. Versteht ihr? Das müsst ihr in euch haben, sonst kommt, sonst spürt der Christoph, ich versuche das so ein bisschen und wenn es nicht klappt, höre wieder auf. Oder noch besser, ja, ich starte dann, wenn meine ersten drei Leute, wenn ich die habe, dann fange ich an. Das funktioniert auch nicht. Lasst niemals ein praktisch auf Leute losgehen, der noch nicht selber gestartet ist, auch ein wichtiger Punkt. Ja? Also 10 Dinge, die sofort passieren, wenn man Leadership übernimmt. Ja? Erstens mal, wissen alle, für was du stehst? Wissen die wirklich, für was du stehst, wo du hin willst, was deine Werte sind, was du für Ziele hast? Ja? Wissen es deine Leute? Wenn ich in Marathon laufen wollte, habe mich angemeldet, habe ich das sofort jedem erzählt. Was war dann damit praktisch, was ist passiert? Ich war ziemlich committed, ne? Ich konnte nicht sagen dann, na, ich bin doch nicht gelaufen. Ich habe es jedem erzählt. Als ich Ironman machen wollte, ich habe es jedem erzählt. Ich wusste nicht, wie ich den mache, aber ich habe es jedem erzählt, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. So, dann ist der Punkt, dass ihr praktisch euren Leistungsstandard, euren Lebensstandard verankern müsst. Wo wollt ihr stehen in 3, 5, 10 Jahren? Wie sieht euer Leben aus? Ihr müsst diesen Ankerpunkt schaffen, das ist der zweite wichtige Punkt, ja. Dann, ihr müsst sowohl bei Misserfolgen euch schütteln und sagen, egal, ja, handle under pressure. Donald Trump kann man mögen oder nicht, aber in seinem Buch, wie man reich wird, hat er geschrieben, das habe ich vor 15 Jahren gelesen, du musst unter höchstem Druck performen. Und ich meine, wer sieht nach diesen 80 komischen Anklagen und alles, was wir die machen wollten, er wird sowieso gewinnen am Schluss, weil er immer gewonnen hat in seinem Leben. Das heißt, er kann unter höchstem Druck arbeiten. Mit 3, 4 Stunden Schlaf, unter höchstem Druck, mit 74 Jahren. Das ist Mindset. Das ist nicht Physik. Das ist Mindset. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil du kannst mit dem Mindset deine Physis überwinden. Weil der ist sicher nicht in der Form seines Lebens, ja. Also ihr müsst, und dann kommt noch was, wenn ihr erfolgreich seid, Beständigkeit zwischen Chaos und Erfolg, ihr müsst auch, wenn ihr erfolgreich seid, nicht die Füße hochlegen, sondern das als Sprungbrett nehmen für den nächsten Level. Ja, nicht sagen, toll, ja, jetzt bin ich irgendwo Diamond geworden. Ja, super, jetzt sind wir mal Diamond und jetzt wird gemanagt. Jetzt gehen wir nur noch ins Team und machen ein bisschen tralala. Nee, nee, bleibt voll dran. Erzählt jedem, dass er zum Direktor wollt. Also geht auf den nächsten Rang, sprecht über Karriereränge. Ja, dann ist es so, dass ihr eure Leistungskennzahlen wissen müsst. Ihr müsst wissen, was wollt ihr denn jeden Monat? Wollt ihr 2 neue Kunden? Wollt ihr einen neuen Partner? Wollt ihr 2 neue Partner? Wollt ihr 5 neue Kunden? Setzt euch selber einen Standard, den ihr erreichen wollt. Ganz wichtiger Punkt, ja. Dann gibt es ein Buch, das heißt Compound-Effekt, der Zinseszinseffekt. Zinseszins kennt ihr alle, was das ausmacht. 8% jedes Jahr, davon wieder die 8% und davon wieder die 8%, wie das dann nach oben geht, ja, wie sich das Geld am Schluss verdoppelt. Compound-Effekt, ja. Und der Darren Hardy hat geschrieben, ihr müsst euch entschließen, das Beste zu werden, was er könnt. Und wenn er jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat ein kleines bisschen besser wird, ein kleines bisschen 0,01%, dann habt ihr diesen Compound-Effekt. Dadurch werdet ihr wieder besser und dadurch werdet ihr wieder besser. Und da seid ihr nie zu alt dafür, ja? Genau, Compound-Effekt. Dann eine dauerhafte Veränderung des Umfelds und eurer Kultur. Überlegt euch, ob ihr das Leben jetzt schon verbessern könnt, bevor ihr da angekommen seid. Versucht also, Dinge anders zu machen. Mehr Sport, andere Menschen, neue Wirkungskreise, Verein, irgendwo, ich weiß nicht, keine Ahnung. Versucht jetzt schon ein anderes Umfeld zu kreieren, wenn euch euer Umfeld nicht gefällt, ja? Auch ein wichtiger Punkt, ja? Dann macht euch klar, für was ihr steht. Schreibt mal eure eigene Deklaration. Schreibt mal eine eigene Deklaration, ja? Für was steht ihr? Sagt, was sind eure vielleicht 5 Werte, euer Schlüsselsatz, für den ihr steht? Was erwarten Menschen, wenn sie mit euch zusammen sind? Ja, also könnt ihr das jemandem mitteilen, wenn der sagt, pass auf, Gerd, wie bist du eigentlich drauf so? Für was stehst du im Leben? Oder ich sage, pass auf, meine Punkte, für die ich stehe, sind persönliche Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben, hohe Integrität. Ja,
Authentizität und eine Win-Win-Situation zu kreieren, Menschen abzuholen, mit ihnen zusammen erfolgreich zu werden, ja. Sowas inspiriert Menschen. Sagt mal, für was er steht, ja, dass die das wissen, dass er das in, kurz in einem Satz erklären können, weil die kaufen euch, die kaufen nicht die Firma, die kaufen euch. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Wenn ihr keine Ziele habt, die inspirieren, die euch inspirieren, dann werdet ihr niemals Menschen finden. Das ist unmöglich. Ihr werdet niemals einen Menschen finden, der ein größeres Ziel wie ihr habt, wenn ihr das Ziel nicht habt. Das ist, das lässt die Natur nicht zu. Und wenn er den findet, wird er nicht bei euch starten oder er wird wieder aufhören. Weil er hat einen, das ist wie wenn du ein Weltklasse-Mann bist und du hast dann keine Lust, mit der C-Klasse irgendwo rumzulaufen. Also ihr müsst euer Standard setzt praktisch den Level für die Partner, die ihr kriegt. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Da müssen wir alle irgendwo auf dem nächsten Level. Und ich habe das zum Glück auch mit unseren Uplines oder mit unserer Crossline oder wie auch immer, haben wir Leute dabei, die Riesenziele haben. Und das hilft natürlich unheimlich, selber diese Ziele zu finden. Die reden auch über schöne Dinge, wenn man mit ihnen spricht, über verrückte Ziele, über schöne Orte, über tolle materielle Dinge. Da geht es halt auch mal um Themen, wo man sagt, um Himmels Willen, das ist ja geil, ja, oder das ist ja cool, oder das machen wir noch, oder das erreichen wir zusammen noch. Ja, also was euch wirklich Gänsehaut bringt. Ne? Und dann der Fokus auf das Wesentliche. Also wirklich der Fokus auf das Wesentliche. EPAs, die einkommensproduzierenden Tätigkeiten. Geht voll auf diese Themen. Investiert eure Zeit nicht im Scrollen, nicht in Tätigkeiten. Social Media, in irgendwas immer wieder durchzulesen, sondern geht aktiv, proaktiv auf neue Menschen zu. Macht neue Beziehungen, baut neue Kontakte auf, sprecht mit euren Kontakten, kommuniziert mit euren Freunden. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und, weil die holt er später vielleicht ab, ein Jahr später, da starten die auch, ja. Und akzeptiert bitte die Fehler. Akzeptiert das Scheitern auf dem Weg zum Erfolg, ja. Der Seth Godin hat gesagt, wenn ich mehr scheitere als du, habe ich gewonnen, ja. Und dieser Punkt, der ist, glaube ich, der wichtigste, dass ihr die Rückschläge hinnimmt und die Zeit, wo es nicht vorwärts geht, dass ihr die als absolute Entwicklung seht, als positive Entwicklung, ja, wo ihr euch vielleicht zum Olympiatitel hochhangelt, ne? Wo ihr sagt, ich bin jetzt 4 Jahre mal nur im Training und dann hole ich mir die Goldmedaille. Ne? Und die Zusammenfassung ist im Prinzip die, also ihr müsst halt immer wieder aufstehen und kämpfen, das ist klar. Ihr müsst euch immer auf die nächste Begegnung positiv vorbereiten. Es ist deine nächste Schlacht, schreibt ja hier der Bill Walsh. Ja. Ein Spiel nach dem anderen, ein Spiel nach dem anderen, ja, wie in der Turnierphase. Ne? Und erwartet niemals Mitleid, erwartet auch niemals, dass er irgendwas geschenkt bekommt. Es ist schön, wenn es passiert, aber erwartet es nie, sondern seid bereit dafür, euch das selber zu holen, weil es euch zusteht. Und beschwert euch nicht dauernd. Wenn ihr euch beschweren wollt, geht nur zu eurer Upline, niemals zur Downline. Aber geht auch nicht zu eurer Upline, wenn ihr ehrlich bin, weil auch die kann nichts dafür, ja. Ja, lasst die in Ruhe. Weil man sagt immer negative Sachen zur Upline. Aber ich ganz ehrlich, wenn jetzt alle, was weiß ich, jeden zweiten Tag anrufen würde und sagen, Sven, pass auf, da ist wieder was passiert, das muss ich jetzt sagen. Das hat mir gar nicht gefallen. Dann würde ja irgendwann sagen, Gerhard, soll ich deine Nummer löschen oder was ist eigentlich los mit dir, ja? Ja. Also bei ernsthaften Problemen natürlich zur Upline gehen oder bei Herausforderungen, ne? Sagen wir so. Aber kommt am besten immer gleich mit zwei Lösungsansätzen. Wenn mich einer anruft, gerne ein Problem, sage ich, stopp, hast schon zwei Lösungen dafür, die man nehmen könnte. Nein, sei dann ruf mich dann nochmal an, wenn du sie hast und dann bitte diskutieren wir, welche das wir nehmen. Ja, könnt ihr auch mal machen. Auch ein sehr guter Punkt. Ja, und ja, gebt ja die anderen die Schuld. Das ist der Klassiker, ne? Also die Firma ist nicht schuld und es ist nicht schuld. Ja. Also ich bin durch, wir haben 11:01 Uhr, Freunde, weil die Zeit ist jetzt vergangen wieder. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Roland, liebe Barbara, lieber Alexander. Ich glaube, da war viel drin und heute war es ein bisschen im Leadership-Thema oder in der persönlichen Führung auch. Und das nächste Mal gehen wir vielleicht wieder mehr in die direkte Network-Thematik mit ein. Ja? Habt einen super, super Saturday, habt ein schönes Wochenende und ja, drücken wir den Mannschaften, die noch dabei sind, die Daumen. Suchen wir unsere neuen Favoriten und freuen uns mit denen, weil das ist die Kunst, sich immer wieder für Erfolge zu freuen, egal wer sie erreicht. Gell? Also, tschüss zusammen, vielen Dank. Vielen Ciao, ciao.